Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch meine Pop-Up-Seite für den 6. Dezember in meinem December-Daily-Album zeigen und habe für euch da heute ein Tutorial vorbereitet, so dass ihr die Seite nacharbeiten könnt. Ich habe mich da auf YouTube inspirieren lassen. Ich war also auf der Suche nach einer Pop-Up-Idee, die ich im December Daily Album nacharbeiten kann, und habe mich dann für diese Pop-Up-Version entschieden, in der man eben 4 Fotos in der Größe 3x4 Inch unterbringen kann. Dazu habe ich hier als erstes mal meine Grundseite, die 7 Inch mal 8,25 Inch lang ist oder groß ist, und dass die Seite gut in mein Album passt, wird die bei 7 Inch gefaltet. Ich habe also schon am Computer mein Journaling hinzugefügt. Ich habe eine Journaling-Karte und Papier auf die Rück- und auf die Vorderseite gedruckt und auch noch einen digitalen Stempel. Meine Seite habe ich vorab gelocht und mache das eigentlich immer per Augenmaß. Also ich bin da jetzt nicht so pingelig, dass die Seiten alle 100% sein müssen. Mein Cardstock, den ich hier verwende, auf dem ich gedruckt habe, ist 300 Gramm schwer. Und als nächstes braucht ihr für diese 4 Fotos einen Streifen, der 12 Inch mal 4 Inch lang ist, und der wird dann bei 3, 6 und 9 Inch gefalzt. So dass dann eben das Grundgerüst für die Fotos so entsteht. Also man könnte auch, wenn man nicht zu dickes Fotopapier hat, direkt die 4 Fotos eben auf das Format bringen. Mein Fotopapier ist leider sehr dick, von daher macht sich das Falten da sehr schwer. Dementsprechend klebe ich dann am Ende meine Fotos drauf. Als nächstes für den Mechanismus brauche ich braucht ihr ein Stück Papier mit der Größe 4 Inch mal 7 Inch, und das Ganze wird bei 2 Inch gefalzt und anschließend gefaltet. So, jetzt kommt ein bisschen der tricky Part. Dazu nutze ich ein 30 cm lang Lineal, also ein langes Lineal, und einen Bleistift. Da die Seiten 7 Inch lang sind, werdet ihr gleich sehen, messe ich von jeder Seite jeweils 1,5 Inch ab. Also es sind so 2,5, 3 cm, und markiere mir die Stellen auf dem Stück Papier. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Die Striche nachher wird man auch nicht mehr sehen, von daher muss man die nicht wegradieren. So, ich setze dann mein Lineal über Kreuz an den beiden Punkten, die sich gegenüberliegen, an und stelle so eine Falz her, indem ich das Blatt dann hoch knicke. Ja, man sieht also, das Papier muss dann
an den Punkten sich dann wieder treffen. Ne? Also wenn ich die eine Seite umlege, muss sie an dem Punkt auf der anderen Seite anliegen und auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. Ja, also man könnte das wahrscheinlich auch ohne Lineal machen, indem man halt dann diese Seite, die ich jetzt umklappe, so klappt, dass sie unten, wo mein linker Daumen ist, an dem Strich, den man gezeichnet hat, aufliegt. So, dann muss man das Ganze von den langen Seiten her versuchen zusammenzufalten. Das geht eigentlich ziemlich einfach. So dass dann im Prinzip ein Pfeil entsteht, könnte man sagen. Ne? Also ist immer hilfreich, dann noch mit einem Falzbein die Falzungen, ach Quatsch, die Falzungen, dort, wo man gefaltet hat, es nochmal zu verstärken. Auf das Dreieck, das ihr dort jetzt erkennen könnt, mache ich auf den langen Seiten dieses rote doppelseitige Klebeband rauf. Das ist einfach auch das, was am besten hält. Ist für mich bei meinen langen Nägeln immer ein bisschen tricky. Aber es muss ja nur so sein, dass es dann auch auf der Seite hält. Ich baue die Seite jetzt auch nach. Also sie ist ja, wie ihr gesehen habt, zu Beginn des Videos schon in meinem Album. Und da ist mir dann auch das Redline Tape da einmal auf meine Unterseite raufgekommen. Und da das natürlich einen sehr starken Halt hat, ist das natürlich gleich festgeklebt und hat dann ein Stück von der oberen Schicht des Papiers gleich mal mit abgerissen. Ja, juhu, da freut man sich, ne, wenn man quasi fast am Ende von einem Projekt angekommen ist und dann sowas passiert. Aber das fällt nicht auf und ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. So, gleich haben wir es geschafft und beide Seiten. Die Dreiecksflächen sind also mit diesem doppelseitigen Klebeband versehen. Ich gehe da meistens immer noch mit einem Falzbein rüber, um dann wirklich das Tape dort anzubringen. Jetzt möchte ich natürlich noch genau die Mitte der Seite markieren, so dass ich dann meinen Pop-up-Mechanismus dort genau mittig platzieren kann. Die Seite ist, wie gesagt, 8,25 Inch hoch, also ist die Hälfte wie sind die Zahl im Deutschen? Naja, 4, irgendwas. So, und da wir ja die Dreiecksform haben, ist das natürlich recht hilfreich beim Platzieren in der Mitte. Zum Abmachen des doppelseitigen Klebebands benutze ich meistens eine Pinzette. Das macht sich für mich einfach immer besser. So. Mit der Pfeilspitze, die richte ich also zur Mitte aus und versuche das eben gerade zu setzen.
orientiere mich da eben an den Punkt in der Mitte, den ich gerade erst noch eingezeichnet habe, und mache dann das Klebeband der anderen Seite ab und mache jetzt meine Pop-up-Seite oder meine Seite einfach nur noch zuklappen, festdrücken und schon ist der Mechanismus bereit. Als nächstes nehme ich wieder mein gefaltetes Blatt für die Fotos. Das muss ich jetzt mittig auch ausrichten und die Stelle für oder die Stellen für das doppelseitige Klebeband definieren, festlegen. Denn das wird quasi nur an dem obersten Bereich festgelegt. Ihr seht das also, ich mache dort einen Strich, das heißt, dort drüber kommt Klebeband auf der Seite unten. Man könnte also auch das Papier, das ja hier 7 Inch mal 4 Inch ist, könnte man auch noch ein Stück länger machen. So hat man dann noch ein bisschen mehr Klebefläche, aber eins reicht auch völlig aus. Ein so ein Streifen. Das Klebeband ist ja wirklich sehr stark. So, ich glaube, ich wollte jetzt, was ich jetzt nochmal gucken will, weiß ich gar nicht. Da seht ihr auch, ne, das ist im Album. Ich glaube, ich wollte gucken, wie die Fotos ansortiert sind, denn die bringe ich jetzt als nächstes an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Fotos randlos ausgedruckt habe. Also ich habe sie einfach alle auf ein A4-Blatt geworfen und anschließend ausgedruckt. Aber es könnte sein, dass ich das randlos getan habe und dementsprechend wird das ja dann alles ein bisschen größer. Also es sind einige Millimeter, die links und rechts überstehen, aber das kann man ja dann noch abschneiden. Wichtig ist eben, dass dort, wo gefaltet wird, die Fotos nicht übereinander stehen. Und ich muss also noch ein bisschen nachschneiden. So gucken, dass ich auch von der richtigen Seite was wegnehme und nicht, dass ich nachher nur noch einen halben Kopf habe. Hier natürlich ein bisschen schwierig, weil ich schon Kleber auf dem Foto drauf habe, aber das ging trotzdem. So, dann habe ich mir also auch gleich gedacht, gut, bevor du das jetzt aufklebst, machst du mal noch die anderen Bilder gleich nochmal ein bisschen kürzen. Dann musst du das nicht machen, wenn da wieder Kleber drauf ist. Weil ich das dann erst vielleicht merke, dass die ein Stück einfach zu hoch sind. Ja, für den Kleberroller benutze ich eigentlich immer den von DM. Ich finde, der ist mit am günstigsten. Und eben auch jederzeit zu bekommen. Ne? Also ich kann in den DM fahren und mir den kaufen und habe den dann und brauche nicht noch irgendwas bestellen. Und muss dann drauf warten. Ich finde, der ist auch preislich echt super. Also finde ich, mit ist eine der besten Erfindungen überhaupt. Ne? So ein Kleberoller. Da kommt mein Mann ins Bild, der zum
Nikolaus von der Lego Technik Doms Dodge Charger bekommen hat und da wollte er mir eben zeigen, wie weit er denn schon ist. Ich glaube, gleich packt er ihn nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich da mit ihm gemeckert habe und gesagt, ich filme hier gerade. So, ich benutze hier also auf meinem Pop-up drei Bilder und unten auf der Seite klebe ich noch einen kleinen Briefumschlag, denn da ist oder wird ein Brief vom Nikolaus untergebracht. Das sind auch Briefumschläge, die ich mal im DM gekauft habe. Den gibt es in cremefarben und in kraftfarben. Und dazu immer kleine Minikarten. Ja, also auch ganz neckisch. So, mein Inhalt mit den Fotos ist fertig. Und jetzt schneide ich, wie gesagt, noch überstehende oder überstehendes von den Fotos ab. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, Janine, du schneid mal ein bisschen schneller hier. So, nun möchte ich meine Fotos noch auf die Pop-up-Mechanik aufbringen. Mach nochmal mein Redline-Tape ein bisschen fester andrücken. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass ich die äußeren Fotos nach innen falte und dann das mittig ansetze und noch ein bisschen ausrichte. Ja, dass ich sehe durch den Pop-up-Mechanismus unten, der ja auch 4 Inch lang ist, wo ich mich dort befinde und schlage dann einfach die äußeren Bilder oder den Umschlag in dem Fall um, drücke dann in der Mitte das wieder nach oben und habe so meinen Pop-up-Mechanismus. Nutze noch einmal mein Falzbein, um die Falzen noch ein bisschen zu, ja, zu